KinoCast. Willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Kate, mal gucken, ob sie dran ist oder ob sie auf mute Hi. Ist. Ja, hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Alle am Start hier. Ja, ich bin der Erik, ich grüße euch und an allen, die neu zuhören, die jetzt vielleicht über Threads zu uns gekommen sind, jetzt gehört haben, dass es hier einen KinoCast gibt oder einen Podcast, denn da habe ich irgendwie einige neue oder einige Podcasts kennengelernt, die mir neu waren. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon auf Threads aktiv seid oder eher nicht, ihr beiden? Ja, jein, also ich finde es ein bisschen, ich sag's ehrlich, ich finde es tierisch nervig. Also das ist so, du erlebst quasi die Entwicklung von Twitter, erlebst du da jetzt gerade innerhalb von 2 Wochen gefühlt. Also ich find's wirklich sau nervig, da ständig irgendwie, aha, guck mal, ich bin so und so, ich habe übrigens keinen Freund. Und, ja, das ist das nervig, diese ganzen. Alter, vor allem das spielt es mir nur in meine Timeline, ich weiß gar nicht, wie ich auf sowas komme. Aber das, also, ist eher Instagram, diese ganzen Instagram-Schönchen. Die ja, aber das ist ja nichts anderes ist es ja, Threads, also deswegen, der Zusammenkunft ist schon ganz deutlich, deswegen. Man muss da, wie bei Twitter auch, muss man sich schon seine Filterbubble ein bisschen aufbauen und die richtigen Leute blocken und sperren und so weiter und dann geht das schon. Nee, ich habe da auch einige kennengelernt, die Podcasten, die ich gar nicht kannte, auch so Filmpodcasts, die mir gar nicht geläufig waren. Schöne Grüße, falls da jemand zuhört von denen. Und ja, wir sprechen heute über folgende Sachen. Wir schauen ja immer den Sneak Preview Film der Woche in den Innenstadtkinos Stuttgart. Das war in der vergangenen Woche der Film Wo die Lüge hinfällt. Und dann haben wir im Heimkino noch einen Film und dann kam Dad. Ah, den wollte ich eigentlich auch gucken. Habe ich irgendwie dann, ist mir der Titel irgendwie entfallen gewesen. Ja, Serien The Class of 09, Echo, die neue Marvel-Serie und wenn die Zeit noch reicht, werde ich mal kurz über Monarch sprechen, weil da habe ich jetzt komplett durchgeschaut. Ja, da kam ja jetzt die letzte Folge. Aber mal schauen, ob die Zeit reicht. Beginnen wir erstmal mit, wo die Lüge hinfällt. Also nicht die Liebe, sondern die Lüge. Ist eine Rom-Com im weitesten Sinne. Eine Hochzeits-Rom-Com, nenne ich es jetzt mal. Weil der hat schon so ein bisschen dieses Hochzeitsumfeld. Also idealer Film für alle Ladies Nights und was es da nicht so draußen alles gibt. Und es geht darum, dass Ben, gespielt von Glenn Powell, den habe ich zuletzt im Kino gesehen, in Top Gun Maverick, und Bea, gespielt von Sydney Sweeney, die war hier bei The Handmaid's Tale und sowas. Und die beiden haben ein One-Night-Stand, würde ich es mal nennen. Und nach diesem One-Night-Stand am Morgen gibt es ein Missverständnis, sodass jeder denkt, der oder die andere will jetzt nichts weiter als diesen One-Night-Stand. Ja? Und sie gehen getrennte Wege und eine gewisse Zeit später, weiß nicht, 6 Monate oder so, kreuzen sich die Wege wieder, denn die beste Freundin von Ben und die Schwester von Bea heiraten einander. Also und durch diese ganzen Hochzeitsvorbereitungen und so weiter kommen die sich mal näher und sie fliegen dann auch nach, Achtung Kate, Australien, weil dort soll die Hochzeit stattfinden. Und denn irgendwie der Schwiegervater, der kommt irgendwie aus Australien oder Schwiegermutter oder sowas und die wollen dann halt dort feiern und das ist schon ein bisschen Aussie-Porn, würde ich es mal nennen. Also man sieht wirklich alles, glaube ich, von Sydney, schöne Plätze, gut gefilmt, Top-Location und auch so ein paar Sachen, die man nicht so kennt. Ja, und ansonsten ist es halt eine Rom-Com, aber ich fand sie ein bisschen frecher als diese üblichen Rom-Coms, die es so gibt. Weil da ist doch schon viel Nudity drin, viel... Ja. Was heißt viel Nudity? Also... Ja, schon ungewöhnlicher. Also, sagen wir so, bei den amerikanischen Filmen hättest du nicht die eine Frau da topless am Strand gesehen und so weiter. Also, ja, gut, die 2 Sekunden. Also. Ja, aber das führt in den USA dazu, dass es dann gleich ein anderes Rating kriegt. Und gerade so, was weiß ich, dann hier die Finger in den Arsch stecken und sowas. Das sind schon Sachen, die siehst du normalerweise nicht in so typisch amerikanischen Rom-Com-Filmen.
und auch wie die beiden miteinander umgehen. Das ist schon ein bisschen untypisch, so eher, ja, so ein bisschen dirty, und das fand ich eigentlich ganz nett. Deswegen ein bisschen, also nicht so die typische Rom-Com, sondern schon noch ein bisschen mehr Pfiff drin. Coole Nebencharaktere. Wir hatten schon Spaß, Chris, oder? Definitiv. Ja. Also es ist jetzt mehr nicht Spaß wirklich, als bei diesem Horrorfilm, den wir die Woche vorher hatten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da eine völlig neue Geschichte erzählt wird oder irgendwie, sondern es ist tatsächlich so, dass halt eine Geschichte erzählt wird mit dann doch tatsächlich relativ sympathischen Hauptdarstellern, die das sehr, sehr cool rüberbringen auch, und die auch dieses Zwischenmenschliche da sehr schön darzustellen wissen, und das macht dann sehr viel Spaß, weil du sagst, hast gerade schon gesagt, ja, es ist so ein bisschen dirtier vielleicht, so ein bisschen, aber es wird nicht schmuddelig und es ist kein so Pipi-Kaka-Humor. Genau, das, ja. Das ist halt, das ist das, was der Film einen wirklich, wenn da jetzt Melissa McCarthy mitgespielt hätte, hätte ich genau gewusst, dass wieder irgendjemand auf die Straße kackt oder so. Oh. Ja, oder in Sydney in den Hafen oder aus dem Helikopter rausscheißt, was weiß ich was. Und sowas gibt es halt überhaupt gar nicht, sondern es ist echt witzig teilweise gemacht. Ich erinnere da nur an eine Szene mit der Spinne. Das fand ich leider einfach schon im Trailer. Okay, ja, aber trotzdem, die fand ich ganz, ganz arg großartig. Vor allem auch, wie das dann aufgelöst wird und was weiß ich, was dann noch alles drumherum ist. Deswegen, es ist schon vieles dabei, was wirklich witzig war. Also was jetzt nicht so, oh Gott, mich haut zum Stuhl vor Lachen, sondern einfach in einem sehr angenehmen Maße amüsant dargestellt und nicht überdreht und nicht übertrieben, sondern tatsächlich bei aller bisschen Schmutzigkeit, ein bisschen auch mit Stil noch. Und das fand ich ganz cool. Ich habe ganz vergessen, noch bei der Story den eigentlichen Kniff zu erzählen, der ja im Trailer sowieso schon rauskommt. Also die zwei hatten diesen One-Night-Stand und jeder denkt vom anderen, okay, der oder die will jetzt doch nichts von mir, und gehen dann halt ihre Wege. Und als sie sich dann wieder treffen, ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Er hat irgendwie eine Ex-Freundin, die zufällig auch auf der Hochzeit ist, die er ein bisschen eifersüchtig machen will. Und sie hat so ein Ex-Freund, mit dem ihre Eltern sie wieder verkuppeln wollen, den haben die eingeladen auf der Hochzeit, und so beschließen sie so zweckmäßig auf der Hochzeit so zu tun, als wären sie ein Paar, obwohl sie sich eigentlich ja nicht leiden können, ne? Und das ist so dieses ganze Setup von dem Ding, dass die und das ist halt echt lustig, wenn dann alle versuchen, die zu beeinflussen, dann extra so Gespräche faken, ja, so, hey, hast du schon gehört? Und ja, und es ist schon sehr, sehr cool gemacht insgesamt. Und ich meine, ich sehe hier so die Wertungen, die sind eigentlich relativ, ja, IMDb 6,6, bei Moviepilot 4,7. So schlecht fand ich den nicht. Es war schon relativ witzig, der ganze Film. Ja. Und also für Australien-Fans, Kate, also wir haben schon ein paar Mal im Kino gesagt, wir müssen dir den mal empfehlen, wir gucken mal. Ich habe schon mal den Verleiher angeschrieben, ob wir da einen Screener kriegen, ob es jetzt noch keine Antwort, dass du den auch mal lustige gucken Geschichte, kannst. Ich war noch nie in Sydney. Ja, aber du siehst da auch so andere Ecken von Australien, die machen dann ja so Hiking-Touren und sowas. Okay. Und das ist schon, also so das Flair kommt schon ganz gut rüber, und ja. Und ich glaube auch, ich hoffe mal, dass wir den, wenn wir da einen Screener kriegen, dass wir den auch im Original irgendwie kriegen oder so, weil der Aussie-Akzent, der ist ja schon ganz witzig. Und man hat es hier an einer Stelle mal irgendwie gehört, als einer gesungen hat irgendwie, ja, oder irgendwas. Da war ja auch so diesen Nebencharakter, da ist irgend so ein, weiß nicht, so ein australischer Surfer-Dude, der dann wahrscheinlich irgendwie noch Rugby spielt wahrscheinlich oder so. Der sieht ein bisschen aus wie Erling Haaland. Ich weiß auch nicht. Und das ist irgendwie der Stecher von der Ex-Freundin von dem einen. Und ach, das ist irgendwie alles ganz, ganz kurios da. Sehr lustige Szenen, lustige Einfälle in dem Film. Und für die Sneak eigentlich ideal. Ich glaube, für so eine Ladies Night auch. Also hier diese Wertung von Moviepilot, die finde ich zu niedrig. Also es ist nicht unterdurchschnittlich. Ich guck mal, ob hier ob hier jemand eine Kritik geschrieben hat. Na gut, hier hat einer eine 6-Punkte-Kritik geschrieben.
Oh, war recht glücklich bei der heutigen Sieg-Preview einen Rom-Com zu sehen. Erste Hälfte recht lustig, trotzdem dann kleidet sie ins Übliche ab. Zu viele körperlich perfekte Menschen, trotzdem unterhaltsam. Was heißt hier perfekt? Das ist, als wenn wir in den Spiegel gucken, das ist eigentlich, wir sehen Menschen wie du und ich da. Also das ist ja, also der kann da nur für sich sprechen, der Stony S. Aber ja, er gibt wenigstens 6 Punkte. Ich weiß nicht, wieso es auf 4,7 dann im Schnitt kommt, haben wahrscheinlich welche nichts geschrieben. Denn ich liege hier tatsächlich auch so bei 7,5. Der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mag das auch, wenn es so ein bisschen dirty ist, wenn es nicht so ganz politisch korrekt ist in Richtung von sexuellen Anspielungen und so weiter. Da halten viel zu viele Komödien viel zu sehr hinterm Berg heutzutage. Und ja, was gibst du? Ich passe bei dir, also ich gebe 7. Weil aber ganz, ganz, ganz solide 7 Punkte, weil ein cooler Film, hat echt Spaß gemacht. Und da kann man, ja, ich will jetzt nicht sagen im zweiten Teil, aber in der Besetzung war es schon mal ganz cool, deswegen. Ich hatte Spaß einfach. Ich hatte einfach Spaß, ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe keinen so Facepalm-Moment gehabt bei einer Rom-Com, das sah ich auch ganz gut, sondern eher, ja, und ich fand halt, die Hauptdarstellerin fand ich irgendwann auch irgendwie echt süß. Also irgendwann, so im Laufe des Films, wurde es so ein bisschen, hat sie Sympathien geweckt. Bei Handmaid's Tale spielt sie ja so ein bisschen creepy, ne? Und hier. Also eine ganz andere Richtung. Ich gucke mal ganz kurz noch in die Abstimmung zum Sneak Top und Flop hier, was da so gerade führend ist, ob sich da nennenswert was geändert hat. Aber, na nee, also bei Top, Anatomie eines Falls und Operation Fortune immer noch Kopf an Kopf, würde ich sagen. Wenn ihr da abstimmen möchtet, auch wenn ihr jetzt in Stuttgart nicht in die Sneak geht, könnt ihr gerne mal gucken auf Gloria Sneak in der Facebook-Gruppe. Und dann einfach mal schauen, was wir so übers Jahr in der Sneak hatten. Wenn ihr da Filme davon gesehen habt, die euch besonders gefallen haben, gerne mal abstimmen. Bei den Flops, Beautiful Disaster, Infinity Pool und nö, das war's. Oh, hier hat sogar jemand eine Stimme gegeben für Cat Person bei den Flops. Das fand ich jetzt nicht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Hm. Und sogar bei Dungeons and Dragons hat jemand Flop. Ja, verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Wie lauten denn so die Hinweise für morgen und die Sneak-Tipps? Ich glaube, das muss kurz ich übernehmen. Ja. Ich höre von nebenan, höre ich. Vielleicht sollten ein wir wenig nachts aufnehmen. Ja. Tipp für die Sneak Nummer 1199. Oh, 1199. Am 15.01. gab es mal eine Fernsehsendung. Ja, super. Aber die kennst du nicht, ne? Gab es im Osten. Nee, ich habe kein DDR-Fernsehen geschaut. Ich hab richtiges Fernsehen geschaut. Das war so die erste erfrischende Jugendsendung, die sich nicht ganz so, die wurde benannt nach dem Stadtteil von Berlin oder nach der Postleitzahl, okay. 1199. Und das war so eine Art, so ein bisschen, so wie Formel 1 im Westen ungefähr. Aber okay, halt mit Westmusik auch, also nicht okay. Westmusik. Hm. Okay, also für die Sneak 1199 kommt Musikfilm. Lautet Rollentausch. Erik, was sind denn da für Tipps eingegangen? Ich gucke mal vom Martin, schöne Grüße, das Erwachen der Jägerin, das spielt glaube ich die junge Dame aus Star Wars, das Erwachen der Macht, spielt glaube ich eine, die dann die Seiten umkehrt und dann selber von der Gejagten zur Jägerin wird, wenn ich mich da recht erinnere. Könnte passen mit Rollentausch. Und ich habe getippt Stella, ein Leben. Warum kann ich mich gerade nicht erinnern, aber es muss irgendwas mit Rollentausch zu tun haben. Ja, mal gucken, ob hier eine Beschreibung steht unter dem YouTube-Video. Stella, ein Leben. Ein Leben ist ein unveröffentlichter deutscher Spielfilm von Kilian Riethoff. Die Historie-Drama basiert auf der Lebensgeschichte von Stella Goldschlag, einer deutschen Jüdin, während des Zweiten Weltkriegs als Denunziantin für die Gestapo arbeitet. Genau, die wechselt dann quasi die Seiten und verrät jüdische Mitbürger, damit sie selber überleben kann. Sah sehr dramatisch aus, der Film. Und ich glaube, der Trailer beginnt damit, dass sie irgendwie nach dem Krieg dann vor Gericht steht oder so. Und das wird dann so ein Rückblenden erzählt. Könnte ja auch passen ungefähr mit Rollen. Oh, ein Film mit Gericht. Vielleicht sprechen sie Französisch. Ja, wäre gut. Das klingt für mich dann aus. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Aber wir werfen mal einen Blick, was noch so im Kino anläuft. Da ist irgendwas Cooles dabei und was so in den Charts ist. Wir haben immer noch keine Charts bekommen. Was ist da los? Kinocharts und Neustarts.
So, dann nehmen wir mal die Charts wieder von Box Office Mojo für Deutschland. Da ist auf Platz 5, oder ich erwähne mal kurz die 9, da ist in Deutschland eingestiegen Next Goal Wins. Den hatten wir in der Sneak Preview, ein sehr empfehlenswerter Feel-Good-Film über so eine Fußballmannschaft, so eine Underdog-Fußballmannschaft aus Amerika, Samoa, die endlich mal ein Tor schießen wollen in dem internationalen Wettbewerb und bekommen dann einen Trainer aus den USA, der da auch ein bisschen abgehalftert wird, so eine Art Ted Lasso, der dann dorthin kommt und will die dann fit machen. Ja, ein sehr schöner Film. Leider nur Platz 9 in Deutschland. Könnten ruhig ein paar mehr reingehen. Ja, ist wahrscheinlich, hängt ein bisschen auch mit der Werbung für den Film zusammen, würde ich mal sagen, weil die ist, scheint nicht so gut zu sein. Platz Nummer 5 in Deutschland, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Platz 4 ist, wie heißt der im Deutschen, Der Junge und der Reiher, The Boy and the Heron. Das ist der neue Miyazaki-Animationsfilm. Habe ich Gutes drüber gehört. Soll zwar einer der schlechteren Miyazaki-Filme sein, aber was ein Gemecker auf hohem Niveau ist. Also der ist immer noch sehr gut. Voll gut. Platz Nummer 3 ist Wish. Ja, Platz... Immer noch. Hält sich eigentlich auch erstaunlich. Platz 2 von der 3, also haben Plätze getauscht, ist Wonka. Scheint so ein bisschen Mundpropaganda zu bekommen. Ja, irgendwie scheint die 1 komplett rausgeflogen zu sein. Was waren die 1? Müsste ich jetzt auch gucken. Also auf Platz 1 ist hier Migration, also ab durch den Teich oder durch den aus dem Teich, oder wie hieß es im Deutschen? Aber da davor, die Woche davor war Aquaman war auf Platz 1. Aquaman ist nicht mal mehr in den Top 10 irgendwie drin. Hä? Ist das richtig? Die den raus, komplett raus. Aquaman ist komplett raus. Also in den Top 20 ist er nicht mehr drin. Also von 1 auf nicht mehr drin. Ist ja krass. Auf komplett raus ist krass, ja. Also haben die da einen Stecker gezogen? Hier irgendwas? Scheint so. Komplett aus den Kinos raus, weil es jetzt bald auf, was kommt das? Was ist das? Warner, ne? Oder HBO Plus oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber das ist crazy. Deutlich. Crazy, ja. Gucken wir doch mal, was neu anläuft. Vielleicht ist da irgendwas dabei, wo die Leute sagen, hui, das nimmt uns hier die Kinozuschauer weg. Es startet, also wir machen mal kino.de, die Zusammenfassung auch. Wo die Lüge hinfällt, startet am 18. Hey, das soll ganz gut sein, habe ich gehört. Das soll ganz gut sein, schöne Rom-Com. Und den nächsten, den hast du gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Erinnere mich doch bitte nicht daran. The Palace, das ist die Ensemble-Komödie von Roman Polanski über die Silvesternacht 1999-2000 in einem Nobelhotel in den Schweizer Alpen. Habe ich gesehen, lief in der Sneak, fand ich ganz, ganz furchtbar, fand ich teilweise echt eine Frechheit. Da sind doch auch so viele gute Schauspieler dabei. Ja, dann guckst du dir doch gerne an, Erik. Na, ich gucke mir vielleicht eher Poor Things an. Das ist nämlich der wahrscheinlich Oscar-nominierte Film, der jetzt auch sehr viele Globes gewonnen hat mit Emma Stone, als die junge Bella Baxter, die von den Toten zurück ins Leben geholt wird und dort zu einem rasanten Abenteuer über die Kontinente aufbricht. Geht zwar auch 140 Minuten, also ins Kino werde ich dann nicht gehen, aber vielleicht kriege ich einen Screener oder ich warte aufs Heimkino. Allerdings, wenn er für einen Oscar nominiert wird, dann gucke ich, dass ich es ins Kino schaffe. Das Typische halt. Dann läuft noch an Knochen und Namen, ein humorvolles Drama von Florian Stumm, in dem die Beziehung zwischen einem Schauspieler und einem Autor an einem Wendepunkt steht. Ja. Hier geht es leider nicht um Olaf Schubert, sondern es geht um Olfas Töchter. Oh. Auf wahren Begebenheiten beruhendes dokumentarisches Porträt einer tunesischen Mutter und ihrer Töchter. Dann startet Las Vegas. Das war der, den ich getippt hatte. Genau, das war das mit dem Schauspieler, der da sich in wen verliebt. Oh Gott, hab ich schon wieder vergessen. In den Travestiekünstler verliebt er sich. Ja, genau. Genau, in das war das. Hier, Las Vegas, Film drauf von Kolja Malik. Der Film handelt von einem jungen Modedesigner, nicht Schauspieler, Modedesigner. Gespielt von Tim Fabian Hoffmann, der sich aus dem Klammergriff seiner Familie zu lösen versucht. Genau. Okay, es schaut auch noch Leere Netze. Das ist wahrscheinlich so von den Namen her irgendwie Nordafrika, algerisch vielleicht. Nämlich Berus Karamisade. Hauptrollen auch diverse. Also es geht um Amir und Narges. Die wollen endlich heiraten und ein gemeinsames Leben aufbauen.
iranisch. Auf dem Weg stehen die beiden jedoch die Iran, im Weg stehen den beiden jedoch die iranischen Traditionen. Die verlangen von Amir einen Brautpreis für Nargis zu bezahlen. Doch der Preis ist viel zu hoch. Um das Geld aufzutreiben, sucht er Arbeit und landet bei einer kleinen Fischerei an der Küste des Kaspischen Meeres. Schnell wird klar, dass die Arbeit dort nicht immer mit beiden Füßen auf dem Boden des Gesetzes steht, als er mit in illegale Kaviarwilderei hineingezogen wird. Ui, irgendwann scheint es für ihn kein Zurück mehr zu geben. Und er setzt damit die gemeinsame Zukunft aufs Spiel. Wer kennt es nicht, die Kaviarwilderei. Ja, natürlich. Das ist immer so ein Problem. Es startet auch noch Hazard, Vollgas, ein Actionfilm. Nee, Noah lebt glücklich mit seiner Freundin Lea und seiner Tochter Zita in Antwerpen. Besonders stolz ist er auf seinen Lexus, dem er das Kennzeichen H4Z4RD, also Hazard, verpasst hat. Sein Cousin Carlos, der hat kein Auto, der bis vor kurzem im Gefängnis saß, bietet ihm einen Job als Fahrer an, den der Autofan gerne annimmt. Doch je länger er in dem Job arbeitet, desto mehr bemerkt er, dass nicht nur sein Auto, sondern auch seine Familie in großer Gefahr schwebt. Nee, ich glaube, den musste ich da ein. Der startet nicht. Echt? Nee, der startet nicht. 18.01. steht startet da. Startet aber noch. Wo guckst du jetzt gerade? Bei kino.de. Ja, da steht aber auch keine Beschreibung, wenn du dann woanders guckst. Ja, und? Da steht ja nicht mehr drin. Der ist von 2022, der Film. Ja, nee, der startet nicht. Startet aber noch Babylon, ein Film. Das ist aber nicht der, den wir in der Sneak gesehen hatten. Dann geht es um den jungen Rasta Blue, der in der englischen Gesellschaft ziemlich verloren ist. Und da geht es um irgendwie jamaikanische Einwanderungswellen nach England und so weiter. Er hat den heimlichen Traum, der meistbesuchte Sound in London zu werden, mit einer selbstgebauten Anlage. Ja, will da Musik machen. Komisch. Naja. Ich glaube, das war's dann auch mit dieser Woche. Ja. Sonst genau läuft da nichts weiter an. Und dann sind wir durch mit den Charts und mit den Neustarts, wenn ich das richtig sehe. Und gehen ähnlich, dann ja. Gleich mal in den Bereich Heimkino. Jetzt bin ich mal gespannt, was du über den Film. Du hast mir nur. Also, ich fahre erstmal den Trenner ab und dann stelle ich meine Frage. Heimkino. Du hast mir gesagt, ich soll dir mal gucken, der ist gut. Und ja, der ist witzig. Jedes Mal, wenn ich es gucken wollte, wusste ich nicht mehr, wie der Titel war. Und dann habe ich irgendwie. erzähl mal, warum soll ich den gucken? Und dann kam Dad. Und dann kam Dad mit Robert De Niro, Sebastian, Maniscalco, Leslie Bibb, Kim Cattrall, David Rash. Geht prinzipiell relativ simpel auch wieder darum. Sebastian ist Sohn von Robert De Niro, ist der Sohn von Robert De Niro. Robert De Niro natürlich ein alteingesessener Italiener, ausgewandert in die USA und hat sich dort einen Friseursalon aufgebaut, ist Haarkünstler, darf bloß nicht Friseur zu ihm sagen, ist er beleidigt. Und ja, ist halt sehr eigenwillige Erziehungsmethoden schon, die sich bis ins hohe Alter bei Sebastian auch auswirken, aber alles halb so wild. Und dann kommt es eben zum großen Gedingsen, dass der 4. Juli ansteht und den haben sie sonst immer zusammen verbracht. Aber jetzt ist es so, dass Ellie, also Leslie Bibb, die Freundin von Sebastian, gerne den 4. Juli zusammen in Washington, also in D.C. feiern würde, zusammen mit ihrer Familie, weil sie wurden eingeladen. Und sie wohnen alle in Chicago, nur halt die Familie von Ellie nicht. Und die Familie von Ellie ist sehr wohlhabend. Die sind unglaublich reich, haben so Hotelkettenbesitzer und statten da Hotels aus. Sie ist Künstlerin. Ihr eine Bruder, der ist dann der quasi Thronfolger sozusagen. Das ist der 13., deswegen nennen sie ihn alle Lucky. Der zweite Bruder ist völlig so auf dem Esoterik und ich habe so viel Stress und es ist alles so zu viel und Trip und versucht immer mit irgendwelchen Klangschalen den Ausgleich im Leben zu finden. Und die sind halt sehr, sehr gut betucht und da treffen halt komplett Welten aufeinander mit halt mit Salvo, mit Robert De Niro, der halt sagt, ja, für sein Geld muss man arbeiten und ich kaufe auch keinen Scheiß und ich mache noch nicht Sell und ich mache noch nicht jenes. Ja, und das ist halt dann die Frage, wie machen wir das? Eigentlich will
Sebastian das nicht, dass die Familien aufeinandertreffen, aber er will gleichzeitig eigentlich auch Ellie einen Heiratsantrag machen, weil er ist ja so verliebt in sie. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Familie sagt, er sagt dann, nee, er kommt nicht mit, er möchte besser am Dad bleiben. Und die andere Seite sagt, ah nee, bring ihn doch einfach auch mit. Dann lernen wir uns alle mal kennen. Und so kommt es, dass sie sich am Wochenende des 4. Juli eben aufmachen, dorthin nach DC. Und es ist so ein bisschen ein Clash of Cultures, so ein Stück weit, der allerdings am Ende wohl für beide Seiten ein wenig gewinnbringend ist. Es ist jetzt auch hier mal wieder nichts Neues, also ich sag mal wieder, weil das hatten wir erst vorher ja hier in der Sendung, dass das Thema jetzt nicht unbedingt was Neues ist oder bahnbrechende, witzige, neue Ideen. Es ist aber doch auch wieder sehr charmant umgesetzt. Also Robert De Niro gefällt mir in seiner Rolle als liebender Vater und ein bisschen verschrobener Friseur, Entschuldigung, Haarstylist, gefällt mir da echt sehr, sehr gut. Und es gibt dann doch so ein paar einfach sehr, sehr nette Situationen. Auch da wieder nichts irgendwie, wo du sagst, oh mein Gott, sondern auch sehr, sehr charmant gelöst. Also Pipi Kaka ist, glaube ich, eh nicht so Robert De Niro's Stil. Deswegen aber da keine Angst. Wie war der Film mit dem Grandpa? war das? Das war doch der, ne? Oder verwechsel ich das mit dem Jackass-Film? Nee. Ne, das kannst du auch mit dem Jackass-Film verwechseln. Nee, da gab es doch Bad Grandpa, war doch. Ja, Bad Grandpa. Robert De Niro, oder? Ja, ja. Ja, okay. Aber ja, also es ist auf jeden Fall. Nee, Bad Grandpa war Jackass. Ich find's noch raus. Ja. Es ist wirklich. Ja. Hier steht so schön, es sind die Grabenkriege zwischen Wohlhabenden und der italoamerikanischen Arbeiterklasse. Und es ist, ja, wirklich, mir hat es echt Spaß gemacht. Also ich hätte es nicht gedacht, dass der Film, es klingt halt schon so ein bisschen so, ja, die da, blablabla. Aber man mag die Figuren tatsächlich, also gerade den Sebastian fängt man an zu mögen, den Salvo mag man. Es ist, ja. Mir hat es wirklich gefallen, deswegen ich kann es wirklich nur sagen, hey, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, da macht man nicht so viel kaputt, der geht auch nicht so lang, ich glaube, der geht, 88 Minuten oder sowas. Also ist auch noch nicht mal, lass mich jetzt nicht lügen, 96 Minuten, okay. Ja, Entschuldigung. Das geht ja immer noch, was wir manchmal in der Sneak bekommen. Ey. Ja, geht absolut, vor allem, weil es auch rumgeht, es ist jetzt nicht so, dass das so eine Sache ist, die sich ewig zieht, wie so ein schöner Mozzarella auf Pizza. Aber ja, mir hat's Spaß gemacht. Ich kann es echt nur empfehlen. Das ist so wirklich ein Stück weit, ich will nicht sagen, gute Laune-Film. Es ist aber ein Film, der niemandem wehtut, sondern der einfach gut unterhält. Und das sollte der Film dann auch machen. Deswegen von mir. Und dann kam Dad, 6 von 10 Punkten. Aber eine deutliche Empfehlung dafür. Das war Netflix, ne? Nee, das war auf Sky. Sky? Okay. Sky. Und ich glaube, da. Kate ist wieder da. Ja. Ja, ich bin wieder da, hallo. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in den Serienbereich und dann kannst du was erzählen über deinen Serien. Class of 09. Genau. Hat nichts mit der Serie Class of 07 zu tun. Ah, das wäre meine erste Frage gewesen. Serie. Nee, hat gar nichts damit zu tun. Class of 09 ist eine amerikanische Action-Serie, würde ich sagen, so Crime-Serie. Es geht um die Abschlussklasse 2009 der FBI Academy Quantico. Und diese Serie spielt in drei Zeitebenen. Einmal in der Vergangenheit, wo sie eben dort ihre fünfmonatige Ausbildung machen in Quantico. Dann in der Gegenwart 2023, wo sie schon Agents sind, wo aber sich das ein oder andere zueignet, was die Weichen dann für die dritte Zeitebene, die Zukunft spielt, wo die vier Hauptakteure gegen das kämpfen müssen, was sie versehentlich selber angestellt haben und ihre Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen müssen. In der Hauptrolle haben wir Kate Mara, was mir sehr gut gefallen hat.
man erkennt die drei Zeitebenen auch eigentlich ganz gut, weil die Personen halt auch die Hauptcharaktere durchaus altern. Also man sieht dann schon die ein oder andere Falte mehr oder das ein oder andere graue Haar mehr in den verschiedenen Zeitebenen. Es wird auch immer wieder eingeblendet, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und auch von der Technologie her wird einem dann klar, okay, das ist jetzt schon in der Zukunftsebene oder nicht, ne? Und sie müssen, wie gesagt, ihre eigenen Fehler, die sie angefangen haben, wieder ausbügeln. Und die einzelnen Zeitebenen erklären sich dann halt, wie es dazu gekommen ist und wie auch die Beziehungen zwischen den Hauptcharakteren sich entwickelt hat. Und ich fand es eigentlich ganz gut. Hat mich ein bisschen an die Serie Quantico erinnert, nur nicht ganz so auf Liebe und Lust und ich mache hier einen auf Romcom nebenher mit und so ausgeprägt. Und auch der, also es gibt dann natürlich auch einen Hauptpunkt, der verhindert werden muss, beziehungsweise um den es geht, wie das dazu gekommen ist. Das gibt es ja bei Quantico auch, nur der ist nicht ganz so gewaltig wie bei Quantico, aber auch ordentlich. Ich kann es ehrlich gesagt empfehlen für jeden, der so ein bisschen FBI, Zeitebenen, Serien, ein bisschen Action-Serien mag und der auch die, zum Beispiel Kate Mara mag, weil gesagt, sie steht im Hauptfokus der Serie. Und kann man sich reinklicken bei Disney Plus, gibt es seit dem 3.1., also ganz frisch rausgekommen. Ist eine 8-teilige Miniserie. Wird auch also wohl nicht fortgesetzt. Ist auch ein also die letzte Folge hat auch einen guten Abschluss. Ja. Klingt nur sand. Hat auch irgendjemand schon mal hier ins Dokument bei Fortsetzung folgt eingetragen als eine der nächsten Sachen zum Schauen? Weiß nicht wer. Steht kein Name da. Aber klingt ganz interessant. Vielleicht so mit Sci-Fi. Annemarie. Ja. Weiß nicht. Ja, es ist Sci-Fi, es hat auch was dann mit den Auswirkungen von KI zu tun und das Ganze halt im Strafvollzugssystem und ja. KI, ey, weil du es gerade erwähnst, wir haben ja nun sehr viel Kinocast-Material in die Welt geblasen hier, was alles verfügbar ist, ne? Und ich habe mal eine KI drauf angesetzt, auf die Folgen, seitdem wir drei jetzt zusammen sind, ne? Die mal zu nehmen und mal eine eigene zu machen, das ist erschreckend. Also unsere Stimmen, ja, du gibst dann einfach zum Beispiel drei aktuelle Filme vor, wo die KI halt irgendwo eine Filmbeschreibung im Netz findet. Und dann reden wir drei als KI über die Filme, aber oh mein Gott. Wirklich auch genau so. Jeder hat ja so seine Eigenheiten, was man manchmal so sagt und oder nicht sagt oder irgendwas, ne? Das ist erschreckend. Das ist gruselig. Also du hörst ein bisschen bei der Stimme, weil wir uns ja gut kennen jetzt über die Jahre, du hörst ein bisschen bei der Stimme raus, dass es nicht derjenige oder diejenige ist, ne? Aber es ist schon sehr nah dran. Also und in ein, zwei Jahren, ey, dann geben wir nur noch ein, was wir gesehen haben in der Sneak und wie wir es fanden und dann nimmt sie die Sendung selber auf. Ja, ja. Naja, krass. Ja gut, bevor wir zu Echo kommen, was wir alle drei gesehen haben, möchte ich nochmal zwei, drei Worte zu Monarch Legacy of Monsters verlieren. Ich bin ja totaler Fan von diesen ganzen Kaiju-Sachen hier und Godzilla und hast du nicht gesehen. Und ich war sehr angetan, dass es als die Serie rauskam, die fängt ja wirklich sehr bäh an, also sehr langsam. Und die erste Folge, die ist noch halbwegs okay. Und dann flacht es ab und dann wird es wieder besser. Da habe ich schon unsere Gruppe von Fortsetzung Volk reingeschrieben, ja, guck da mal ungefähr dann noch weiter, das wird wieder gut und so oder wird gut. Ja, leider hat es die Qualität nicht gehalten. Also zusammengefasst kann man sagen, es geht halt auch um so eine Geschichte, die in mehreren Zeitebenen spielt. Und das verbindende Element ist eben diese Zwischenwelt, in der diese Monster existieren und wo halt bestimmte Personen irgendwann mal drin gelandet sind und dann wieder rausgekommen sind. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was das Ende angeht, aber es ist halt einfach ich hatte es gelesen in einer anderen Kritik, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken,
Da hat jemand in Anlehnung an den neuen Film, der ja verdammt gut ist, Godzilla Minus One, hat jemand gesagt, Monarch-Godzilla Minus Fun. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist, hat eigentlich so ziemlich alles, was dich, oder fast alles, was dich bei Godzilla eigentlich nicht so interessiert. Diese Monarch-Serie irgendwie bietet die so gut wie nichts für die eigentlichen Fans des, des Genres oder irgendwas, dass man so ein bisschen diese ganze japanische Kultur, dieser japanische Zeitgeist, dass der mit drin ist, dann diese, diese bisschen Gesellschaftskritik da mit drin. Hier spinnen sie halt irgend so eine Story rundrum, die so Fringe-mäßig ist mit so Zwischenwelten und irgendwas und teilweise, was ich ein bisschen gefährlich fand, korrumpieren die auch so ein bisschen den, den Kanon, was aber ja bei den amerikanischen Produktionen, das war denen sowieso immer scheißegal, was, was der Kanon von den japanischen Kaiju-Filmen oder von der Kaiju-Serie war, von den Toho-Produktionen. Deswegen, ja, also ich habe jetzt bis zur letzten Folge durchgeschaut, die erste Serie, muss ich sagen, sehr enttäuschend. Jetzt mal das Endfazit, obwohl ich zwischendurch dachte, okay, jetzt wird's gut, jetzt geht's in die richtige Richtung, ging's dann leider nicht. Es ist wieder völlig abgeschwurbelt und irgendwo in eine andere Richtung gedreht und ja, und das Ende mehr als unbefriedigend. Es war irgendwie was, was man sich schon gedacht hat und ja, nee, also wenn sie da nicht wirklich wie bei PK, wo ja die, die ersten Serien, wo man dachte, oh geil, jetzt kommt wieder eine neue Star Trek Serie und dann war es wirklich nur Captain Picard sitzt auf seinem Weingut und trinkt Wein war und erinnert sich an bessere Zeiten, wo sie dann wirklich in der letzten Staffel das gezeigt haben, was die Trekkies eigentlich sehen wollten, nämlich die ganze Crew nochmal zusammen und ein geiles Abenteuer. Ich hoffe mal, dass es hier bei Monarch genauso machen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt gemerkt, das kommt nicht so richtig an. Wir machen jetzt was, was wirklich mal was für die Fans ist. Und das wäre halt schön, wenn das mal so im Serienformat kommen würde. Aber sonst von mir gerade mal so 5 Punkte. Ich würde da auch noch was zu sagen. Hm? Also ich habe jetzt die finale Folge noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft, weil es wird ja immer wieder angesprochen, der müsste ja 90 sein. Ja. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es hat ein bisschen schwach gestartet, ja. Aber ich habe ja daraufhin mir doch mal diesen einen Film angeguckt, wo du gesagt hast, den muss ich angucken, von 2019, 14, weiß nicht mehr. Da, wo San Francisco zerstört wird. G-Day. Mit, ja genau, G-Day, mit hier Heisenberg. Den habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Und da wird ja immer wieder Monarch erwähnt. Mhm. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass ich dann jetzt so die Geschichte von Monarch kennenlerne und wer da dahinter steckt. Und ja, das ist klar, Zeitebenen, keine Frage, muss ja erklärt werden. Aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, dass es keine Serie war, wo die ganze Zeit irgendwelche kämpfenden Monster im Vordergrund stehen, sondern die Geschichte hinter dieser Forschungsgruppe und auch was aus der geworden ist. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt die letzte Folge noch gucken. Bin gespannt, was dabei passiert und ob es dann, also wenn da das passiert, was ich denke, hoffe ich, dass sie dann in dieser Zwischenwelt die nächste Staffel haben, dass man davon mehr sieht, aber mal gucken. Weiß nicht. Ich fand's nicht schlecht, ich fand's jetzt nicht so schlecht. Weiß nicht, ob ich das in der Zwischenwelt da, ja, das ist irgendwie nichts, was Godzilla ausmacht. Das. Also okay. Wenn ich jetzt mal die letzten Godzilla Minus One nehme, den japanischen, das war die Essenz von Godzilla. Das möchten die Fans. Ich spreche jetzt mal für alle Fans. Ja, aber kannst du das in der Serie umsetzen? Oh ja, das ginge schon. Das ginge schon. Also, okay. Das war ja auch eine sehr epische Geschichte bei Godzilla Minus One. Es beginnt ja quasi am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Dann wie quasi der Pilot, der Kamikaze-Pilot da auf die Insel kommt und ja, dann Jahre später kommt er halt nach Japan zurück, ist alles zerstört, er struggelt da und versucht Arbeit zu finden und so weiter und so fort. Es sind noch ein paar nette Anlehnungen an Steven Spielberg, der weiße Hai drin, super Ding. Und da waren so diese ganzen netten Augenzwinkernden Sachen drin und dieses ganze Japanische auch. Und
Ja, dieses ganze Monarch taucht auch irgendwo mal hier und da in den japanischen, in dem Kanon auf, aber er hat jetzt nie dieses Riesending, was es da aufgeblasen wird in den amerikanischen Filmen, und die wollen halt immer irgend so ein großes Ding dahinter setzen, was bei Lost diese Dharma-Initiative war und was bei Fringe, da gab es ja auch was, und bei Akte X gab es ja diese große Verschwörung, die dahinter war. Das ist alles Bullshit, das braucht man nicht, darum geht's nicht. Aber gut, es ist halt, lieber Godzilla Minus One gucken als die Serie Monarch auf jeden Fall. Da hat man mehr Spaß und mehr Action und mehr Gesellschaftskritik auch, und da steckt eigentlich alles drin. Und es scheint noch in einigen Kinos zu laufen, Godzilla Minus One. Also ich lese immer mal wieder in der Filterbubble von welchen, die da begeistert rauskommen, die es auch jetzt erst gesehen haben. Deswegen sehr empfehlenswerter Film. Ich freue mich auch schon, wenn es dann auf Blu-ray kommt, da gucke ich den auch noch ein paar Mal. Ja, okay, jetzt Echo. Wer möchte, wer hat noch nicht? Chris. Jetzt darf ich wieder. Ja, wenn du möchtest. Ist ja kein Zwang. Echo, eine neue Marvel-Serie, die jetzt im neuen Jahr hier gestartet ist. Ganz irgendwie ganz auch so flupp, ich bin da. Und hat 5 Folgen, 6 Folgen, die alle auf, ich glaube 5 Folgen sind es, 5, die alle auf einmal released wurden. Und Echo erzählt die Geschichte von Maya Lopez, von Echo, gespielt von Alacua Cox. Und wir kennen diese Maya schon aus, jetzt muss ich lügen, Ronin, also aus der Dingsen von der relativ dunklen Seite von Hawkeye, wir erinnern uns, ja? Ja? Ja. Ja? Ja. Krieg ich ein Ja von euch oder kriege ich einfach ein Da das eine Suggestivfrage war, antworte ich folgendes Ja. Genau, und Maya hat mehrere Handicaps. Zum einen hört sie nichts, sie ist gehörlos, und zum anderen hat sie das rechte Bein verloren. Hat also da ein künstliches Bein. Und trotz alledem schlägt sie sich relativ gut durch die Welt durch. Also wir haben sie damals kennengelernt als so Killerin von Wilson Fisk, vom Kingpin. Und in der Serie damals endet es ja so, dass sie dem Kingpin ins Gesicht schießt, weil sie aus der ganzen Sache da raus möchte. Und jetzt eben wird ihre Geschichte erzählt. Und es ist, das kann ich gleich mal sagen, tatsächlich relativ blutig und brutal für eine Marvel-Serie, wo ich erstmal gedacht habe, so, okay, interessant, hätte ich so jetzt mal nicht erwartet, dass das so auf die Kacke haut. Und zum anderen spielt die Serie sehr gut, wie ich finde, mit der Gehörlosigkeit, weil es dann immer wieder so Sequenzen gibt, wo man nichts hört, sondern einfach nur aus Sicht von Maya das alles erlebt, und alles, was man hört, ist dieses Pum-Pum, Pum-Pum von ihrem Herz. Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Problem ist allerdings nur, das hat sich spätestens in der dritten Folge auch ein bisschen abgenutzt schon. Insgesamt ist dieser Spin-Off, ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Also ich habe jetzt die ersten 3 Folgen schon gesehen, und die erste Folge erfährt man eben die komplette Background-Story von Maya, wie es dazu kam, was die Sache ist und mit welchen Helden aus dem Marvel-Universum sie schon Begegnungen auch hatte, die damit dann auch immer mehr gerade eine Figur in die Richtung mit reinschieben. Ich verrate natürlich jetzt nicht, wer und wie und was. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie und was. Auch der Hintergrund von Maya, der dann auch jetzt immer mehr in den Vorderschein tritt und was da alles ist. Und ich tue mir wirklich schwer, weil ich möchte natürlich auch nicht zu viel verraten. Was mich extrem gestört hat, ist, dass nach der ersten Folge kommt, in this season, in Echo, bla bla bla. Und dann siehst du halt quasi alles. Ja, genau. Also wenn du die erste Folge einiges, hast, siehst du eigentlich die ganze Staffel. Ja. Also das ist irgendwie ziemlicher Quatsch gewesen. Ja, fand ich komplett daneben, weil du siehst halt alles. Es wird so wirklich ziemlich gefühlt alles gespoilert, und du kannst dir da das schon fast die komplette Staffel zusammenbauen. Fand ich einfach nicht gut. Das hat mich echt gestört, weil ansonsten ich weiß noch nicht so ganz genau,
was ich von der Serie halten soll. Also es fängt wirklich so ein bisschen langsam und gediegen an, entwickelt sich dann aber, ich finde es wirklich ganz cool. Also die Kampfszenen sind auch ganz cool gemacht, ist gut choreografiert. Aber ich weiß noch nicht so genau. Ich weiß einfach noch nicht so ganz genau. Vielleicht muss ich die letzten zwei Folgen, ich guck mal, dass ich die heute vielleicht noch schaffe, damit ich dann ein abschließendes Urteil habe. Ich will jetzt nicht sagen, es ist kompletter Scheiß, aber ich will auch nicht sagen, oh mein Gott, ist das gut, sondern es ist ja, guck mal, ich lese gerade mal nach, es fängt da oder es pickt das auf oder geht da weiter, wo Hawkeye aufgehört hat. Von dem her, das ist schon mal ganz gut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Also ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin weder traurig noch übermäßig glücklich bisher. Eher so ein bisschen gespannt. Ja, geht mir ähnlich. Also deswegen hatte ich ja mal vorsichtig bei uns in der Gruppe gefragt, ob ihr das schon geguckt habt. ich dachte, ihr könnt mir dann sagen so, ja, wir finden das super, weil das und das und so, dass ich da noch ein bisschen irgendwas Positives drin finden kann. Es wirkt halt leider wie so irgend so 0815 Action-Ding. Ich meine, gut, dass sie jetzt hier nun taub ist. Was auch komisch ist, manchmal reden die Leute mit ihr und sie versteht es. Ja, sie kann ja Lippen lesen. Ja, gut, okay. Ja. Also, aber so perfekt Lippen lesen, das ist schon was. Naja, jedenfalls, ja, irgendwie ist alles weird da. Mir fehlt so der richtige Drive, irgendwie dieses. Und ich mochte, dass es sehr düster ist und so ein bisschen brutal und so weiter. Das mochte ich so von der Art her. Aber so richtig hat es mich noch nicht gerissen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt irgendwann aufgehört zu gucken. Als das neu rauskam, ich habe mir 1, 2, 3 Folgen geguckt und es hat mich nicht gereizt, irgendwie weiter zu gucken bis jetzt. Und das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, Kate hat es auch gesehen. Die redet aber. Ja, ich habe es auch gesehen. Ach, und ich weiß auch noch nicht so genau, ob es mir gefällt. Also abgesehen davon, dass man wieder viel lesen muss, was blöd ist, weil ich dann nicht nebenher gucken kann. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist am Anfang der dritten Folge, wo mal so ein Stummfilm-Stil eingeblendet wird und eine Zeit lang ist, wo ich mir denke, okay, jetzt, was wollen sie da jetzt erzählen? Und dann auch das mit ihrer Vergangenheit, mit dem indigenen Volk und so. Ach, ich weiß auch nicht. Ich halt bin mir Geschichte. Echt unschlüssig, was ob ich es gut finde. Waren die irgendwie unter der Erde und dann war irgendwas und dann sind sie nach oben? Ja, das ist ja so ein mystisches Volk, wo die auch von dem die entspringen sollen. Also mit Kräften. Und das ist ja so die Geschichte von ihrem Volk. Das ist wie so eine Mythosgeschichte, die erzählt würde. Das ist quasi Black Panther, Jahrzehnte erzählt wird den Kindern. Black und so. Panther für die Native Americans sozusagen. Ja, ja, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht so genau. Naja. Ich weiß nicht. Schwierig. Also ich werde weitergucken. Ich gucke die 5 Folgen, keine Frage. Aber es reiht sich jetzt nicht unter den besten Marvel-Serien für mich. Bislang, ein. Ja, man weiß auch nicht, was noch kommt. Also. Ja. Was ich schön fand, ist der ein oder anderen kleinen Auftritt von dem einen oder anderen, den wir noch nicht gesehen haben, von dem wir uns endlich Serien erwünschen. Neue. Aber ansonsten, ja. Ich habe auch Daredevil nicht gesehen. Was ich auch witzig finde, ist. Vielleicht hätte ich Daredevil mal gucken müssen. Das gibt es ja jetzt auf Disney Plus. Das war irgendwie so ganz komisch. Das alte Daredevil. Nee, diese Serie da, die es da gibt. Ja, die alte Serie. Alte Serie? Nicht die neue. Es gibt keine neue. Ja, da gibt. Also die auf Netflix war, die jetzt auf Disney Plus ist. Ja. Ist das, glaube ich. Die ist schon älter. Von wann ist denn die? Was reden wir denn hier von älter? Daredevil, also nicht der alte Film mit Ben Affleck. Marvels Daredevil. Nee, schon. Egal. Hier 2015. Sag ich doch. Älter. Die habe ich ja gesehen, die Serie. Ist auch der gleiche Schauspieler. Ja, ja. 39 Episoden. Wann kam denn da die letzte Staffel? Staffel? Der kam auf jeden Fall auch im Spider-Man-Film. So. Staffel 3. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Also, ja. Ich gucke es auf jeden Fall zu Ende, aber reißen tut es mich jetzt nicht. Das stimmt.
Das stimmt wohl. Also sehen wir das ja doch ähnlich. Ich dachte, ihr könnt mir da irgendwie noch so einen Kniff sagen. Hey, hast du das nicht und so. Und wo ich gedacht habe, wow, ey, das habe ich gar nicht. Aber ich bin ja da eher nicht so in dem ganzen Thema so, sind so tief drin bei den ganzen Charakteren. Aber offensichtlich seht ihr das dann doch ähnlich. Und da war ich dann doch nicht der Einzige. Ja, mal schauen. Also wenn ihr da draußen das hört und sagt, ja, Mensch, ihr habt da das und das übersehen und das ist der große Reiz an der Geschichte. Ja, dann gerne. Gerne. Kommentare. Schreibt einen Kommi. Lasst einen Kommi da. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich ein bisschen Zeit überbrücke, weil hier hat keiner was in Musiktipps reingeschrieben, dass jeder sich noch schnell was überlegen kann. Ja, ich hatte keine Zeit. Ich auch nicht. Genau. Niemand. Ja, wir können es auch mal skippen. Wenn keiner was hat, dann skippen wir es halt. Wir können es auch mal skippen, genau. Also heute gibt es mal keine Musiktipps für uns. Oh, jetzt wissen wir nicht, was die hören. Hm. Naja, also ist die Sendung jetzt dann... Moment, ich hätte aber doch tatsächlich Nee, einen. Wenn du jetzt einen machst, dann machen wir einen. Doch, einen hätte ich aber. Nein, dann müssen wir alle einen machen. Wenn du jetzt, deswegen, also wir lassen es heute mal aus fürs nächste Mal. Oder welcher Song kam da immer bei Wo die Lüge ist? Unwritten. Ja. Aber den nehmen wir trotzdem nicht, sondern freuen uns dann auf die morgige Sneak Preview und schauen mal, was uns da erwartet, ob es wieder eine Rom-Com wird. Aber das klingt eher nicht so von den jetzigen Tipps. Aber vielleicht kommt ja was ganz anderes. Wer weiß. Genau. Also, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen da draußen. An alle, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.